Das Thema Nachhaltigkeit ist bei der Geldanlage nicht mehr wegzudenken. Viele Investoren wählen zunehmend Fonds für ihr Portfolio aus, die moralisch, ethisch und ökologisch hohe Wertmaßstäbe ansetzen. Das FNG-Siegel des Fachverbandes für nachhaltige Geldanlagen spielt hierbei eine ganz, ganz wichtige Rolle. Fragen dazu jetzt an Dirk Schmelzer, er ist Partner und Portfolio-Manager bei der Plenum Investments AG. Einen schönen guten Tag nach Zürich. Ja, einen schönen guten Tag, Herr Franek. Ja, zunächst mal einen herzlichen Glückwunsch, Herr Schmelzer, denn zwei Ihrer Fonds haben gerade dieses Siegel erhalten. Was hat der Verband in erster Linie honoriert? Ja, es freut uns natürlich, dass wir für den Plenum Cap Bond Fund bereits im dritten Jahr in Folge das Siegel erhalten mit einem Stern und für den Plenum Insurance Capital Fund gleich auf Anhieb, dieser Fonds wurde erst im Frühjahr lanciert, ebenfalls das Siegel erhalten haben. Das FNG-Siegel ist ja primär ein Qualitätssiegel, das sozusagen für Investoren sicherstellt, dass nachhaltige Fragestellungen, Kriterien in der Geldanlage berücksichtigt werden. Und entsprechend müssen wir mit unseren Produkten gewisse Anforderungen erfüllen. Insbesondere soll sichergestellt werden, dass wir keine Gelder in nicht nachhaltige Geldinvestitionsmöglichkeiten investieren. Wie gehen Sie jetzt in Ihrem Hause das Thema Nachhaltigkeitsanalyse an? Nun, wir haben, Cat Bonds sind ja ein spezielles Anlageinstrument und wir haben eine Fragestellung ins Zentrum gestellt, nämlich was passiert, wenn ein solcher Cat Bond, wofür er ja gemacht ist, nach einer großen Naturkatastrophe tatsächlich Gelder auszahlen muss. Das ist die Frage nach dem Zahlungsstrom, der dann ausgelöst wird. Und das steht bei uns im Zentrum der Analyse für jeden einzelnen Bond. Wir schauen uns also an, wie ist das darunterliegende Versicherungsbuch strukturiert, wohin fließen die Gelder, wenn es zu einem großen Hurrikan oder zu einem großen Erdbeben kommt. Dann machen Sie es konkret für uns. Wann ist ein solcher Cat Bond nachhaltig? Nun, ein solcher Cat Bond ist nachhaltig, wenn von dem unterliegenden Geschäft mindestens 95% in nicht kritische Bereiche fließt. Im Großen und Ganzen ist es bei Cat Bonds sehr häufig wirklich überhaupt unkritisch, denn wenn Sie Wohnliegenschaften, Wohnimmobilien versichern, Häuser, dann würden sich dort keine Hersteller von fossilen Brennstoffen oder Waffenproduzenten befinden. Aber natürlich, sobald man Industrie und kommerzielle Versicherungen beimischt, dort wird das Thema interessant. Dort müssen wir tatsächlich genau hingucken, was ist in dem zugrunde liegenden Versicherungsbuch. Und wir stellen dort fest, für den einzelnen Bond und auf Portfolioebene dürfen nicht mehr als 5% in möglicherweise im Widerspruch zu ESG-Kriterien stehende Investments getätigt werden. Das Interesse an Katastrophenbonds, Herr Schmelzer, nimmt weiter zu. Was sind denn die Haupttreiber dafür? Nun, einer der Treiber liegt natürlich in der Asset-Klasse als an sich begründet. Also wir reden bei Cat Bonds ja über eine Investition, die unabhängig von den klassischen Finanzmarktrisiken ist. Das macht sicherlich einen Attraktivitätspunkt für Cat Bonds aus. Aber auch natürlich aus Nachhaltigkeitsperspektive ist diese Beschäftigung mit Klimawandel und letztendlich ist Versicherung ja auch eine Möglichkeit, unsere Gesellschaft widerstandsfähiger gegen die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu machen, ist sicherlich ein interessanter Aspekt. Und von daher passen Cat Bonds auch in solche Portfolios sehr, sehr gut. Abschließend der Blick nach vorn, Herr Schmelzer. Wie wichtig ist das FNG-Siegel für beide Fonds jetzt für Ihre weitere Arbeit? Nun, ich würde sagen, es ist für uns von elementarer Wichtigkeit. Wir wissen ja alle, dass mit MiFID II ab nächstem Jahr die Investorenpräferenz in Bezug auf Nachhaltigkeit angefragt werden muss. Und wir gehen davon aus, dass das nachhaltigen Investments massiven Rückenwind geben wird auf der einen Seite. Und wir müssen natürlich auch als Firma so positioniert sein, dass wir in einem solchen Szenario nicht nur einen kleinen Teil des Marktes bedienen können. Außerdem ist natürlich das ganze Thema Klimaschutz, Klimawandel, Vorsorge, auch wie kann man schwächere Gesellschaften, schwächere Länder gegen sowas versichern, ein zentrales Thema, was bei Cat Bonds an höhere Bedeutung gewinnt. Und die Auszeichnung durch das FNG-Siegel ermöglicht uns entsprechend unseren Kunden, die entsprechenden Qualitätsnachweise auch zu liefern, dass wir so vorgehen, dass sie solche Produkte unbedenklich einsetzen können. Dann wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg auf diesem Weg im Jahr 2021 und darüber hinaus bei der Arbeit in Ihrem Bereich, vor allen Dingen jetzt auch mit dem FNG-Siegel. Herzlichen Dank, Dirk Schmelzer, für das Interview. Ich danke Ihnen, Herr Franek.